Gnädige Frau, warum schmachtet ihr so lange an diesem Ort? Lasst mich in Frieden. Für solche kleine Späße habe ich wirklich keine Zeit. Ja, sicherlich. Ich würde sehr gerne ein Weilchen bei euch bleiben. Ich sag niemals Nein zu einem hübschen Gesicht, sage ich immer. Tut mir leid, Dame, dafür habe ich leider nicht die Zeit. Ich werde mich jedoch darum kümmern, dass der Weg nach draußen für euch frei wird. Ja, sicherlich. Wunderbar, auch wenn ein Weilchen nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ihr müsst wissen, dass dieser gemeine alte Durlach einen klitzekleinen Fluch über mich ausgesprochen hat. Nichts Bedeutendes wirklich, aber ich brauche eure Hilfe. Wollt ihr mir helfen, ja? Ja, nur jemand, der tapfer und stark ist, kann etwas für mich tun. Ich brauche euch, damit ihr an meiner Stelle hier bleibt. Würdet ihr das tun? Würdet ihr das für mich tun? Nein, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich werde versuchen, euch einen Weg frei zu machen, aber das ist alles, was ich für euch tun kann. Ich nehme an, das könnte ich schon. Wie lange müsst ihr hier bleiben? Dolak hat euch verflucht, aber er ist seit mehr als 300 Jahren nicht mehr gesehen worden. Zeit ist kaum eine wirkliche Konsequenz für unser Eins. Viel wichtiger ist, dass ihr gehörig seid und euch anständig benehmt. Es ist schon demütigend genug, hier gefangen zu sein, seit dieser Dummkopf Dolak weg ist. Und nun soll ich mich auch noch eurem Widerstand fügen? Dolak mag zwar meine Flügel genommen und mich verflucht haben, aber ich verfüge immer noch über ein paar Kräfte, denen seine Fallen nichts anhaben könnten. Wenn ich hier nicht herauskomme, werdet ihr es auch nicht. Versucht doch eure Tricks an jemand anderem. Ich werde euch schon dem Garaus machen. Wartet mal, wie wäre es, wenn ich jemand anderen finden würde, der einen Platz einnimmt? Wäre euch das wert? Jemand anderen? Würdet ihr das tun? Oh, ihr seid ja richtig schön niederträchtig. Ja, ich bin böser Barde. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Nehmt diese Haarlocke von mir und sucht jemanden in der Nähe. Sagt ihm, es wäre die Locke einer Nymphe. Wenn ihr es schafft, die Locke an einen anderen männlichen Sterblichen weiterzugeben und dieser sie annimmt, nimmt er einen Teil von mir an. Das befreit mich und wird ihn für den Rest seines Lebens gefangen halten. Es muss jedoch jemand sein, der im Turm ist, damit die Verzauberung wirkt. Solch eine Tat wird sich zweifellos in eurem Karma niederschlagen, denn der Zauber an diesem Ort ist stark. Aber ich werde euch so dankbar sein. Ihr werdet mich mögen, wenn ich dankbar bin. Werdet ihr es für mich tun? Ja, macht doch nichts, wenn ein Dummkopf hier einfach verhungert. An so etwas möchte ich nicht teilhaben. Ich werde euren bösen Einfluss an diesem Ort entfernen. Verteidigt euch doch, mörderisches Wesen. Also gut, ich werde es für euch tun, aber ihr seid mir einen Gefallen schuldig. Und auch mehrere. Ich bin sicher, dass wir etwas arrangieren können. Wir werden stehen sterblich. Es liegt in meiner Macht, euch mit Wonnen zu entlohnen, die nicht von dieser Welt sind. Enttäuscht mich nicht. Ja, gewonnen. Haarlocke von Kirinhall. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ich weiß auch schon, wem wir die geben. Ich mag ihn Wie nämlich ihr nicht. wünscht. Beziehungsweise mein Charakter mag ihr ihn nicht. benötigt etwas, Fremde? Ihr schon wieder. Ehrlich gesagt habe ich ein Geschenk für euch, aus dem einfachen Grund, dass wir in der gleichen Branche arbeiten. Ich habe dies hier weiter oben in einer Truhe gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber ich finde, es sieht wie Nymphenhaar aus. Aber ich bin doch nicht gekommen, um euch zu stören. Ich will euch ein Friedensangebot machen. Warum sollten wir uns bekämpfen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, das könnte Nymphenhaar sein. Es ist für euch, wenn ihr es annehmen wollt. Nehmen wir mal die 5. Was habt ihr im Sinn? Sowas gibt man doch nicht einfach ohne Grund weg. Ich traue euch nicht die Spur. Ach ja, ich bin einfach eine nette Person. Lasst mich doch einfach es aus Herzensgüte für euch tun. Legt euch nicht künstlich auf. Ich versuche nur nett zu sein. Versteht ihr immer noch nicht? Ich versuche euch zu bestechen, damit ich später keinen Dolch im Rücken habe, wenn ich mich ausruhe. Die Chance würdet ihr euch doch sonst kaum entgehen lassen. Und das ist nun der Dank. Ich habe von euch endgültig genug. Wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann los. Ich kann damit nichts anfangen. Und dachte, vielleicht wollt ihr es haben. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr das nur sagen. Nehmen wir mal die 3. Wie bitte, ihr gebt mir. Ich schätze, ich tat euch Unrecht. Ihr scheint doch ganz anständig zu sein. Hier, mein Freund, nehmt dies als Gegenleistung. Fairer Handel unter ehrlichen Leuten. Regulo wird jedem, der fragt, nur Gutes über euch berichten. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So. Ein Trank der Wolkenriesenstärke. Das hat unserem Ruf nicht Wie geschadet. kann ich helfen?
Ihr braucht nur zu Wir fragen. Haben eh nur einen Ruf von 15, den können wir auch ein bisschen verringern. Ihr braucht nur zu fragen. Ich will frei sein. Ich bin frei. Ich fühle mich von meinen Ketten befreit. Meine Kräfte kehren zurück. Ich werde meine Flügel zurückhaben, bevor ich in der dritten Ebene meines Heims bin. Ihr habt getan, was ihr versprochen habt, und wir hatten eine faire und gleichberechtigte Abmachung. Was hatte ich euch doch gleich versprochen? Wollen nicht von dieser Welt und diesen ganzen Quatsch? Wirklich schade, dass ich von vornherein nicht die Absicht hatte, mich an meinen Teil der Abmachung zu halten. Ich lasse euch aber das Leben und ich werde euch nicht hinunterziehen, wenn ich nach Hause zurückgekehrt bin. Meinesgleichen werden wir dennoch wieder auf euch treffen. Euer Typ ist dafür vorbestimmt. Hat aber 4000 Erfahrungspunkte gebracht. Wo, wie ihr wünscht. Und du, Typ? Ihr benötigt etwas, Fremde? Hey, ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich komme nicht einmal in die Nähe der Treppe. Das war dir. Ihr habt mich verflucht, um mich hier gefangen zu halten. Dafür werdet ihr euren Kopf lassen. Ich werde euch töten. Dafür, dass ihr mich umbringt. Übler Schurke. Tut mir ja fürchterlich leid. Aber ich werde euch wohl töten. Für wenn das euer Wunsch ist. So, speichern wir mal kurz, bevor wir die Wie kann ich helfen? Nymphenlocke annehmen. Diese Haarlocke stammt von einem Succubus, einem dämonischen Wesen, das in Frauengestalt Männer dazu verführt, in den Abyss zu locken. Ja. Das hat meinem Charisma jetzt nicht wirklich, also meinem Karma nicht wirklich Abbruch getan. Kurzschwert und eine Lederrüstung. Worum geht es diesmal? Oder? Nö. Ihr braucht nur zu fragen. Und den Turm können wir sicherlich auch immer noch verlassen, oder? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Das war eins zu viel des Guten. Nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir kommen immer noch hier raus. Sehr schön. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Ich fühle mich so sinnlich. Sah? Ja, mein Schatz. Ist meine Heimat. In dieser Heimat bin ich nicht willkommen. So, hier im Bad ist nichts. Will ich wirklich wissen, warum Durlak eine Succubus im Bad eingesperrt hat? Das ist garantiert eine helle Bade plus 1. Das sind die rastlosen Toten. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich höre zu. Fürs Erste. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Und sie vielleicht frostigen Tod. Wie kann ich helfen? So, wieder Schmuck und Hand. Für euch mit Vergnügen. Noch mehr Zombies. Bewohner können so dumm sein. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geld und noch mehr Geld. Wenn das euer Wunsch ist. Damit haben wir auch das hier abgeschlossen.
Hat's voll gebracht. Da sind ein paar Wurfpfeile. Also erstmal eine Hinterbarde plus 1. Betäubung und Verletzungspfeile. Ja? Wie ihr wünscht. Also ja, und weiter hoch können wir nicht. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Wir können jetzt nur noch runter. Weil das hier ist die andere Treppe nach oben. Ja, die führt hier nach oben und hier nach oben. Genau. Ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ich meine, so einem großen Turm ist es wahrscheinlich üblich, in der Haupthalle eine Wendeltreppe zu haben und dann noch weitere Zugänge. Ich meine, hier gibt es auch nochmal eine Treppe hoch und runter. Das wird wahrscheinlich die Treppe sein, direkt für die Küche. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich meine, wenn wir uns das nochmal so kurz ansehen. Das hier ist das Erdgeschoss. Hier gibt es einen großen Kamin zum Beheizen und jede Menge Lagerräume. Wahrscheinlich ist das hier Durlaks Arbeitszimmer gewesen, sein Empfangszimmer oder das Zimmer für den Lagervorsteher. Hier sind die Festhalle und die Wohnlichkeiten. Hier ist sogar ein Schlafzimmer. Das hier sieht sogar aus wie Dusche und alles. Und der Weg auf den Balkon. Naja, das ist wahrscheinlich noch ein zweites Plumpsklo, so wie das hier. Aber ja, hier ist auf jeden Fall die Küche. Und wahrscheinlich ist das hier die Treppe zur Küche. Um gleich Nahrungsmittel hoch in die Küche zu bringen. Wie ihr wünscht. Hier haben wir die Wohnräumlichkeiten. Und auch den Tempel. Frag mich, wie sein ganzer Clan hier schlafen sollte. Weil hier ist auch noch eine kleine Küche. Oder das hier sind Durlaks Privatgemächer. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das müssten eigentlich dann eher die hier sein. Das hier müsste Durlaks Privatgemach sein. Also sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer. Seine Waffenkammern. Und das Bad. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Und der Keller. Ja, Mann, mit Vergnügen. Mal gucken, kriege ich die Falle auch noch in Sch- Ja. Sehr schön. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, dann will ich eigentlich, bevor wir da reingehen, worum mal geht rasten. Es diesmal? Jael Kalles. Vita Mortis. Den restlichen Heilzaubern heilen. Vita Mortis. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So ein Quicksave machen und rasten. Hi. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Sagt an. Nö. Das waren zu viele Untoten. So, das ist besser. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht.
So, und wir kommen in Durlaks Verlies. Ab hier wird's groß. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Ich bin verletzt.